2. Juni 1994. Es waren 29 Passagiere. Ein Chinook-Hubschrauber ist abgestürzt. Alle Insassen sind ums Leben gekommen. Nordirlands führende Antiterror-Experten und eine der erfahrensten Besatzungen der britischen Luftwaffe. Flight Lieutenant Jonathan Tupper war ein qualifiziertes und engagiertes Mitglied dieser Einheit. Der Untersuchungsbericht ruft Entsetzen und Empörung hervor. Wie kann man jemanden ohne Beweise der Fahrlässigkeit bezichtigen? Es wird hitzig darüber spekuliert, was an dem kargen Berghang wirklich passiert ist. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie entstehen durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse. Wir finden heraus, was geschah und rekonstruieren die letzten Sekunden vor dem Unglück. Nordirland. Belfast. 31. Mai 1994. Anhaltende Terrorakte der IRA haben das britische Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt. 7.30 Uhr. In irischen Regierungskreisen wird vermutet, dass die IRA ihre Gewalttaten unter dieser Regierung fortsetzen wird. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Aldergrove meldet sich Flight Lieutenant Jonathan Tupper zum Dienst. Morgen, Sir. Morgen. Die IRA-Extremisten warten vermutlich darauf, dass sich die britische Regierung zum Rückzug aus Nordirland bereit erklärt. Tupper ist Hubschrauberpilot bei den Sondereinsatzkräften. Gerade wurden die neuesten Chinook-Hubschrauber für den Einsatz im krisengeplagten Nordirland geliefert. Noch sind die Hintergründe der gestrigen Autobombenexplosion in Tempo in der Grafschaft Fermanagh unbekannt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Spuren zum radikalen Arm der IRA führen werden. Nach 14 Dienstjahren ließ die britische Luftwaffe ihre Chinooks grunderneuern. Eine computergestützte Steuerung soll das Manövrieren des Hubschraubers deutlich erleichtern. Tupper ist seit mehreren Monaten nicht mehr mit der Maschine geflogen und möchte seine Flugfertigkeiten auffrischen. Wie sieht's aus? Gut, Sir. Alle Papiere sind da. Super. Danke. Gern geschehen, Sir. Bereits in 2 Tagen soll Tupper mit dem Chinook einen Einsatz fliegen. Wegen der anhaltenden Terrorakte bleiben die Einsatzdetails jedoch unter Verschluss. Hallo, Dad. Ja, hier ist John. Wie geht's? Am selben Tag erzählt Tupper seinem Vater, dass er wegen der erneuerten Maschine besorgt ist. Er hat wohl noch ein paar Kinderkrankheiten. Es funktioniert alles noch nicht so richtig. Mal sehen. Ich habe sogar gefragt, ob ich einen alten Chinook nehmen kann. Sie haben verneint. Ja, no chance. Zweiter Juni 1994. 9.45 Uhr. Hier Foxtrot 4, Juliet 40. Bitte Startplatzfreigabe. Foxtrot 4, Juliet 40, Startplatzfreigabe. Oben und hinten frei. Startfreigabe. Tupper startet seinen ersten Einsatz mit dem neuen Chinook. An seiner Seite befindet sich Flight Lieutenant Richard Cook. Durch wiederholte IRA-Anschläge auf britische Soldaten entschied sich das Militär, seine Truppen auf dem Luftweg zu transportieren. Tuppers Besatzung ist für die Truppentransporte von der Basis in Nordirland zuständig. Sie vibrieren weniger. Aber das Navi stimmt nicht mit der Karte überein. Uhr. Nach mehreren Kurzstreckenflügen kehrt der Chinook zum Stützpunkt Aldergrove zurück.
Tapper ist besorgt. Das Navi funktioniert nicht richtig und die Schubleistung schwankt. Wir kümmern uns darum, Sir. Vielen Dank. Tappers nächster Einsatz unterliegt einer höheren Sicherheitsstufe. Seine Crew soll 25 der führenden Antiterror-Experten Nordirlands zu einer Konferenz nach Schottland bringen. 16 Uhr. Okay, Jungs. Vor dem Start besprechen Cook und Tapper mit ihren zwei Kollegen den Einsatz. Das Wetter ist gut. Klarer Himmel, aber wahrscheinlich herrscht am Kap Nebel. Wir fliegen auf Sicht. Bei einem Sichtflug fliegen die Piloten primär nach Augenmaß und weniger nach Instrumentenangaben. Unser erster Wegpunkt ist der Leuchtturm am Kap. Dann fliegen wir weiter nordwärts, die Westküste der Halbinsel entlang. Sowohl Tapper als auch Cook sind mit der Strecke vertraut. 17 Uhr. Sir? Die Sicherheitsvorkehrungen schreiben die Identifizierung der Gepäckstücke vor. Sir? Zu den Fachleuten an Bord gehört auch Brian Fitzsimmons. Der stellvertretende Polizeipräsident hat bereits mehrere erfolgreiche Einsätze gegen die IRA geplant. Die Passagierliste ist so vertraulich, dass sie beim Start vernichtet wird. Das Bodenpersonal beendet derweil die letzten Startvorbereitungen. Hier ist Foxtrot 4, Juliet 40. Erbitten Startplatzfreigabe. Hier ist Foxtrot 4, Juliet 40. Können wir nach Fort George starten? Foxtrot 4, Juliet 40, Startplatzfreigabe. Oben und hinten frei? Startfreigabe. Uhr. Die Flugzeit bis zum schottischen Fort George beträgt etwa 2 Stunden. Spielst du immer noch so gut, Tony? Ach was, ich verbringe mehr Zeit im Bunker als auf dem Rasen. Nord-Nordost. Der Chinook fliegt tief über das nordirische Hügelland hinweg. Die Crew meldet sich bei der nordirischen Flugsicherung ab. Aldergrove Anflugkontrolle, hier Foxtrot 4, Juliet 40. Verlassen das Festland und schalten auf Niederfrequenz. Foxtrot 4, Juliet 40, wiederholen. Aldergrove Anflugkontrolle, hier Foxtrot 4, Juliet 40. Verlassen das Festland und schalten auf Niederfrequenz. Foxtrot 4, Juliet 40, verstanden. Uhr 50. Der Chinook überquert den Nordkanal, die Meerenge zwischen Nordirland und Schottland. Er ist jetzt 78 Kilometer von seinem ersten Wegpunkt entfernt, dem Leuchtturm am Kap von Kintyre, der felsigen Landzunge am Südende der Kintyre-Halbinsel. Süße Kinder. Schottisches Militär, guten Tag. Hier ist Foxtrot 4, Juliet 40. Der Chinook erreicht den schottischen Luftraum. Uhr. Mark Holbrook ist mit seinem Segelboot vor der Küste unterwegs, als er einen großen Helikopter bemerkt. Na
Ich spürte den Abwind der Rotoren, so nah war die Maschine. Sie flog unter den Wolken entlang. Ich sah dem Hubschrauber aber nur ganz kurz nach, denn es war nichts ungewöhnlich daran. Holbrook soll der Letzte sein, der den Chinook in der Luft sieht. Wähle Corin aus. 15 Grad Backbord. 15 Grad, okay. Uhr 19:59. Zieh hoch! Zieh hoch! Es geht nicht! Der Luftwaffenstützpunkt Kinloss nahe Inverness in Schottland. Alle weg, bereit zum Abheben. Dave Wallys Bergrettungsteam empfängt einen Notruf. Man sagte uns, ein Militärhubschrauber sei abgestürzt und es würden Leuchtraketen abgeschossen. Der Flug bis zur Absturzstelle dauert eine Stunde. Es waren 29 Passagiere, die brauchen uns da oben. An der Absturzstelle ist eine Landung ausgeschlossen. In dem dichten Nebel konnten wir nur das Meer und ein Stück vom Leuchtturm sehen. Dort muss ein Riesenchaos herrschen. Jungs, Jungs! Wir können da nicht landen! Eine sichere Landung ist nur auf dem Hubschrauberlandeplatz des Leuchtturms möglich. Es war ziemlich windig und überall sprühte die Gischt. Die Sicht war sehr schlecht, auch wir rochen Benzin. Da wurde uns klar, er ist nicht nur abgestürzt, sondern steht auch in Flammen. Mit ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung erklimmen die Retter die 300 Meter zur Absturzstelle auf dem Kap. In den 20 Minuten sahen wir immer mehr Trümmerteile. Hier lang. Hier drüben. Überall waren hohe Flammen, riesige Rauchwolken und Brände. Es gab noch immer Explosionen. Seit dem Absturz war erst eine Stunde vergangen. Es war das reinste Inferno. Selbst eine Stunde nach dem Absturz. Wir hatten auf Überlebende gehofft. Nichts. Keinen gefunden. Doch als wir die ersten Toten entdeckten, wurde uns klar, der Hubschrauber muss mit voller Wucht gegen die Felsen gekracht sein. "29 Menschen werden vermisst, nachdem ein Hubschrauber in Westschottland gegen einen Hügel geprallt ist. Ein Augenzeuge will eine Explosion gehört und einen Feuerball gesehen haben." Alle 29 Hubschrauberinsassen sind tot. Darunter Großbritanniens führende Sicherheitsexperten und eine erfahrene und gut ausgebildete Hubschraubercrew der britischen Luftwaffe. Unter ihnen die beiden Piloten Richard Cook und Jonathan Tapper. Wenige Stunden nach dem Absturz wird im Umkreis von 11 Kilometern eine Absperrung um die Unglücksstelle errichtet. Während Sicherheitsbeamte die Umgebung nach geheimen Unterlagen der Passagiere absuchen, ruft die britische Luftwaffe einen Untersuchungsausschuss ins Leben, der klären soll, warum ein Routineflug in einer solchen Tragödie endete. Tony Cable war der Hauptsachverständige der zivilen britischen Flugunfallbehörde, die mit den ersten Ermittlungen betraut wurde. Weil die britische Luftwaffe ihre Chinooks nicht mit einem Flugdatenschreiber ausgestattet hat,
liegen Cable keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, was sich wenige Sekunden vor dem Unglück im Cockpit abgespielt hat. Weil leider niemand überlebt hatte, konnte uns niemand den Unfallhergang schildern. Wir hatten zwar Ohrenzeugen, aber keine Augenzeugen. Auch lag keine Radaraufzeichnung vor. Zudem wurden um den Unglückszeitpunkt herum keine Funknachrichten aufgenommen. Für unsere Ermittlungen hatten wir also kaum Anhaltspunkte, außer der Absturzstelle und den Wrackteilen. Indem wir die Ereignisse am Unglückstag rekonstruieren, wollen wir der Ursache auf den Grund gehen, die das tragische Unglück herbeigeführt hat. Innerhalb der ersten 24 Stunden begibt sich Tony Cable zur Absturzstelle, von der er sich Hinweise auf die letzten Hubschrauberbewegungen erhofft. Die brennenden Wrackteile sind auf einem Gebiet von fast 2 Quadratkilometern verstreut. Ich ging davon aus, dass das Feuer ca. 80% des Hubschraubers beschädigt und ca. 20% vollkommen zerstört hatte. Cables geschultes Auge entdeckt den ersten entscheidenden Hinweis. An einer Stelle im Felsen passten ein paar unauffällige Spuren genau zum vorderen Fahrwerk des Chinooks. Der Hubschrauber muss zunächst in 250 Metern Höhe gegen einen Felsvorsprung geprallt sein. Zunächst hat er den Felsen gestreift, erlitt dabei aber nur leichte Schäden und flog noch knapp 200 Meter weiter. Dann schlug er weiter hangaufwärts hart auf und zerbrach dort in 2 bis 3 Teile. Das Fehlen von Kratzern der Rotorblätter an der Absturzstelle gibt Hinweise auf die Position des Chinooks zum Unglückszeitpunkt. Der Hubschrauber flog in einem 20-Grad-Winkel zur Horizontalen. Er befand sich also im Steigflug. Die Hubschraubernase zeigte nach oben etwa im 30-Grad-Winkel und die Maschine neigte sich 5 bis 10 Grad nach links. Diese Erkenntnisse lassen eine exakte Bestimmung der Hubschrauberposition kurz vor dem Aufprall zu, doch die Ursache bleibt weiter unklar. Weil unter den Passagieren zahlreiche Antiterror-Experten waren, könnte es sich um einen Sabotageakt handeln. Nach dem Absturz gerät schnell der extreme Flügel der IRA unter Verdacht. Erst 2 Monate zuvor wurde über Nordirland ein britischer Lynx-Hubschrauber abgeschossen. Eine Granate mit der Sprengkraft einer 110-Kilo-Bombe fegte 130 Meter über die Dächer hinweg und traf in 30 Metern Höhe einen solchen Lynx-Helikopter. Natürlich haben wir die Gegend zwischen der Absturzstelle und der Küste, wo wir die Flugbahn vermuteten, gründlich abgesucht. Sowohl zu Fuß als auch mit dem Hubschrauber. In großer Entfernung zu den anderen Wrackteilen stößt der Suchtrupp auf ein Trümmerteil, das möglicherweise auf eine Explosion im Flug hindeutet. An anderen Trümmerteilen wies jedoch nichts darauf hin, dass sie sich schon vor dem Aufprall vom Hubschrauber gelöst haben könnten. Daher schließen die Ermittler Sabotage als Unfallursache aus. Cable erscheinen nur noch 2 Unfallursachen möglich: Technikversagen oder ein Pilotenfehler. Er untersucht die Aktoren, die Teile des Hydrauliksystems zur Steuerung der beiden separaten Rotoren. Ihr Zustand erlaubt ihm Rückschlüsse auf die Hubschrauberbewegungen in den letzten Sekunden.
Sie verwiesen auf unterschiedliche Geschwindigkeiten der beiden Rotoren. Also lag entweder eine Fehlfunktion vor oder der Hubschrauber flog zum Unglückszeitpunkt ein Manöver. Auf Basis dieser Erkenntnisse soll der Hubschrauberhersteller Boeing eine Computersimulation durchführen. Diese ergibt, dass der Chinook mit einer Geschwindigkeit von etwa 280 Kilometern pro Stunde unterwegs war und 300 Meter pro Minute stieg. Damit flog er zwar ziemlich schnell, gewann aber kaum an Höhe. Wenige Sekunden vor dem Aufprall wurde er plötzlich kräftig hochgerissen, eine Art Notbremsung beim Helikopter. Möglicherweise hat der Pilot den Berghang erst im letzten Augenblick gesehen. Meine Herren, ich habe alle Untersuchungen zum Hergang dieses tragischen Unfalls genauestens verfolgt. Lord Glenarthur, ein ehemaliger Hubschrauberpilot der britischen Armee, setzt sich für die Aufklärung des Unglücks ein. Die Steuerung lässt ein Ausweichmanöver in letzter Sekunde vermuten. Auf einmal sieht man den Boden. Man zerrt am Steuerknüppel und zieht alle möglichen Hebel, rammt den Fuß ins Ruder und will ganz schnell abdrehen. Das war eine instinktive Reaktion in einem äußerst dramatischen Moment, den niemand vorhergesehen hatte. So würde ich das beschreiben. Daraus lässt sich schließen, die Piloten müssen den Hubschrauber bis zum Unglück unter Kontrolle gehabt haben. Cable erhofft sich weitere Hinweise vom unbeschädigten Navigationscomputer des Chinooks. Weil seine Daten als streng vertraulich eingestuft wurden, erfolgt die Datenauswertung beim Hersteller. Die Analyse ergibt, dass sich der Chinook etwa 18 Sekunden vor dem Unglück in 120 bis 150 Metern Höhe befand. Außerdem liefert sie noch ein weiteres Detail. Etwa anderthalb Kilometer vor dem ersten Wegpunkt, dem Leuchtturm am Kap, forderte ein Crewmitglied manuell den nächsten Wegpunkt an. Der Computer empfahl daraufhin eine Kursänderung um 10 bis 15 Grad nach links zum nächsten geplanten Wegpunkt, dem Dörfchen Corran im schottischen Hochland. Anhand dieses Wegpunktewechsels erhärtet die britische Luftwaffe ihre Theorie, dass die Piloten den Hubschrauber die ganze Zeit unter Kontrolle hatten und bewusst vom vorgeschlagenen Kurs abwichen. Während Cable die Trümmer nach weiteren Hinweisen durchforstet, konzentrieren sich die Ermittler der Luftwaffe auf das Handeln der Piloten. Sie wollten nach den Sichtflugregeln fliegen. Wir fliegen auf Sicht. Die Sichtflugregeln verlangen einen Abstand von 1000 Metern zu den Wolken. Laut Untersuchungskommission der Luftwaffe wären in dieser Situation Instrumentenflugregeln angemessen gewesen. Anhand des Wetterberichts und der Zeugenaussagen gelangt sie zu dem Schluss, dass der Chinook in eine Nebelbank geflogen ist, die die Halbinsel eingehüllt hatte. Das ist wie auf der Autobahn, wenn plötzlich dichter Nebel auftaucht. In der Höhe von 120 bis 150 Metern, das ist die letzte registrierte Höhenangabe, muss sich der Hubschrauber inmitten einer Wolkendecke befunden haben. In diesem Fall schreiben die Flugregeln ein Bremsmanöver und den Aufstieg in eine sichere Höhenlage vor. Das wären 850 Meter Höhe gewesen. Der Hubschrauber verunglückte jedoch in 250 Metern Höhe.
Sie flogen 600 Meter unter der Höhe, die für die vorherrschenden meteorologischen Bedingungen vorgeschrieben war. Die Ermittlungen des Militärs ergeben, dass die Hubschrauberbesatzung die Vorgaben des Computers bewusst ignoriert und den Weg über das Kap gewählt hat, sich aber bei der Steiggeschwindigkeit verschätzt hat. Weil es für technisches Versagen keine Beweise gibt, legt die britische Luftwaffe nun ihre Version von den Geschehnissen am Unglückstag vor. Schottisches Militär, guten Tag. Hier ist Foxtrot 4, Juliet 40. 4 Minuten vor dem Unglück. Jonathan Tapper funkt die schottische Militärflugsicherung an. 23 Sekunden vor dem Unglück. 1,5 Kilometer vor dem Leuchtturm fordert ein Besatzungsmitglied den Kurs zum nächsten Wegpunkt an. Anstatt nach links abzudrehen und wie vorgegeben dem Küstenverlauf zu folgen, will die Besatzung durch den Nebel über das Kap fliegen. Doch im dichten Nebel sollte sie die Geschwindigkeit drosseln und vom Berghang abdrehen oder in den Instrumentenflug wechseln und in eine sichere Höhenlage steigen. Doch sie unternimmt nichts davon. Stattdessen rast der Hubschrauber mit hoher Geschwindigkeit auf den Berg zu und gewinnt nur langsam an Höhe. Etwa 4 Sekunden vor dem Unglück taucht der Berg aus dem Nebel auf. Die Piloten starten ein Ausweichmanöver. Zieh hoch! Der Bug neigt sich aufwärts und der Hubschrauber giert nach links. Doch bei dieser Geschwindigkeit kann er dem Berghang nicht ausweichen. Wenn man alle Fakten betrachtet, muss man ehrlich und mutig sagen, tut mir leid, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Es fällt mir nicht leicht, aber diese Piloten haben ihre Sorgfaltspflicht verletzt und daher, wie ich fürchte, grob fahrlässig gehandelt. Für die britische Luftwaffe ist der Fall damit abgeschlossen. Wir wissen nun, was sich hier vor 4 Monaten zutrug. Doch die Angehörigen der Piloten zweifeln die Version der Untersuchungskommission an. Major Robert Burke war zum Unglückszeitpunkt Testpilot auf dem Luftwaffenstützpunkt Odiham, dem inoffiziellen Hauptquartier der Chinook-Flotte. Er kannte sowohl Tapper als auch Cook und hält die Behauptungen des Militärs, die beiden erfahrenen Piloten seien trotz schlechter Wetterlage bewusst auf den Berg zugeflogen, für falsch. Ein erfahrener Pilot würde in den Bergen keinen solchen geraden Steigflug wählen. Das wäre verrückt. Aber die beiden haben immer streng nach Vorschrift gehandelt. Seine Zweifel an einem Pilotenfehler macht Burke öffentlich. Er hält ein technisches Problem für die Unfallursache. Die Auswahl des nächsten Wegpunktes ist ein klares Anzeichen dafür, dass der Hubschrauber bis dahin unter Kontrolle war. Aber das sagt noch nichts darüber aus, was danach passiert ist. Die Angehörigen der Piloten vermuten, beim Wegpunktwechsel konnte die Besatzung den Leuchtturm noch sehen und hielt sich daher zu Recht weiterhin an die Sichtflugregeln. Damit bezweifeln sie die Annahme des Militärs, das Kap habe völlig im Nebel gelegen. Der Segler Mark Holbrook befand sich 3 Kilometer südwestlich vom Leuchtturm, als der Chinook über ihn hinwegflog. Ich konnte die Wolken deutlich sehen, aber sie verhüllten weder mich noch den Hubschrauber. I was not in fog, and neither was the aircraft.
Nach Holbrooks Beschreibung zog sich die Wolke vom Fundament des Leuchtturms in 76 Metern Höhe bis zum oberen Ende des Kaps. Doch sollte kein Pilotenfehler vorliegen, was hat dann den Unfall verursacht? Warum hätten die Piloten weiter auf den Berg zufliegen sollen, obwohl sie nach links hätten abdrehen müssen? Dieses Verhalten lässt sich für mich nur durch ein technisches Problem erklären. Also wird die Suche nach einer Fehlfunktion wieder aufgenommen. Cable hofft, dass ihm die neue volldigitale Triebwerksregelung weitere Hinweise liefert, die FADEC. Die Piloten auf dem Testgelände Boscombe Down hatten das FADEC-System wenige Monate vor dem Unglück als gefährlich eingestuft. In den 6 Wochen vor dem Unglück hatte die computergestützte Triebwerksregelung der Chinooks insgesamt 5-mal versagt. Die ungelösten Probleme ließen Tapper aufhorchen. Er sprach sich gegen den Einsatz der neuen Chinooks aus. Hallo, Dad. Ich habe sogar gefragt, ob ich einen alten Chinook nehmen kann. Sie haben verneint. Der Flug ist übermorgen. Sie werden Ihre Meinung bestimmt nicht ändern. Am 1. Juni 1994 setzten die Testpiloten in Boscombe Down alle weiteren Testflüge aus. Dennoch sollte Tapper am nächsten Tag den neuen Chinook fliegen. Cable findet heraus, dass die Luftwaffe die digitalen Steuereinheiten des FADEC-Systems in der Woche vor dem Unglück 2-mal austauschen ließ, weil es beim Anlassen der Motoren zu Problemen gekommen war. Diese Steuereinheiten regeln die Treibstoffzufuhr an die beiden Triebwerke des Chinooks und sorgen so für einen sicheren Flug. Ich hatte großes Interesse an diesen Steuereinheiten, weil wir von ihren Speichermodulen möglicherweise erfahren konnten, wie viel Leistung die beiden Triebwerke zum Aufprallzeitpunkt lieferten. Bei der Untersuchung der Absturzstelle konnte Cable die Steuereinheiten sicherstellen. Eine war relativ gut erhalten, zwar etwas verbeult, aber vom Feuer unversehrt. Die andere befand sich in einem schlechten Zustand, ihre Schaltkreise waren völlig verkohlt. Zur Auswertung sendet er die Steuereinheiten an die Herstellerfirma Textron Lycoming. Im Speicher der zweiten Steuereinheit fand man mehrere Fehlercodes. Leider ging daraus nicht hervor, zu welchem Zeitpunkt welcher Fehlercode aufgetreten war. Letzten Endes konnten wir die Fehlercodes daher nicht eindeutig dem letzten Flug zuordnen. Der Fehlercode, ein sogenannter E5-Fehler, wird von den Herstellern als normal abgetan. Allerdings weiß Cable noch nicht, dass dieser Fehler bereits früher aufgetreten ist. Im Jahr 1989 testete die britische Luftwaffe das damals neue FADEC-System im Boeing-Werk im amerikanischen Wilmington. Dabei ereignete sich ein Unfall, bei dem ein Chinook schwer beschädigt wurde. Das Verteidigungsministerium bat den Software-Experten Malcolm Perks um Hilfe. What had happened was that the rotor systems on the Chinook. Die Rotorsysteme des Chinooks treten auf einmal völlig unkontrolliert hoch und wurden immer schneller, bevor man den Hubschrauber abfangen und das System ausschalten konnte. Einem Triebwerk war zu viel Treibstoff zugeführt worden, sodass der Hubschrauber plötzlich unkontrolliert in die Höhe stieg. Als Unfallursache wurde in Wilmington ein Softwarefehler im FADEC-System ausgemacht, der einen E5-Fehlercode auslöste. Das war sehr seltsam. Der Unfall von Wilmington lag mehrere Jahre zurück und trotzdem traten immer noch die gleichen Fehlercodes auf. Anscheinend wurde dieser Fehler nie beseitigt. Am
Einen solch plötzlichen Aufstieg hat Robert Burke bereits zweimal miterlebt. Wenn man wie der Unglückshubschrauber direkt unter der Wolkendecke fliegt, kann man durch diese Fehlfunktion plötzlich in die Wolken geraten. Tritt diese Fehlfunktion während eines Sichtfluges auf, können die Piloten leicht die Orientierung verlieren. Schottisches Militär, guten Tag. Hier ist Foxtrot 4, Juliet 40. Ein zweites Szenario erscheint möglich. Beim Anflug auf das Kap bemerken die Piloten eine dichte Wolke. Da vorne sieht es nach Nebel aus. 23 Sekunden vor dem Unglück. Ein Besatzungsmitglied fordert den nächsten Wegpunkt an. Wähle Corin aus, 15 Grad Backbord. 15 Grad, okay. Der Navigationscomputer ordnet eine Kursänderung nach links an. Plötzlich kommt es zur Fehlfunktion des FedEx-Systems. Eines der beiden Triebwerke dreht hoch. Ein Triebwerk dreht durch. So ein Mist! Die Rotoren drehen sich nicht mehr synchron. Der Chinook wird heftig durchgerüttelt und lässt sich nicht mehr kontrollieren. Er gerät direkt in den dichten Nebel hinein. Schlechte Sicht! Ich arbeite an der Drehzahl. Verzweifelt versucht die Besatzung, den Hubschrauber unter Kontrolle zu bekommen. Zwar steigt der Hubschrauber durch das überdrehende Triebwerk, aber nicht schnell genug, um über den Berg zu kommen. Zieh hoch! Zieh hoch! In der dichten Wolke verlieren die Piloten die Orientierung. Oh Gott! Zieh hoch, Rick! Zieh hoch! Es geht nicht! Das Militär glaubt, die Besatzung hätte die Maschine die ganze Zeit unter Kontrolle gehabt. Doch bei einer FedEx-Fehlfunktion wäre dies gerade nicht der Fall gewesen. Vielleicht war das FedEx-System nicht unmittelbar für den Absturz verantwortlich, aber es könnte die Piloten in diese Situation gebracht haben. Wir werden es nie erfahren. Das FedEx-System ist jedoch nicht die einzig denkbare Ursache für eine Fehlfunktion. Tony Cable schließt auch einen Ausfall der Steuerung nicht aus. An der Absturzstelle hat er den Steuerungskasten gefunden, der hinter dem Pilotensitz verbaut war. Durch diesen Kasten verlaufen die Kabel und das Gestänge vom Pilotensitz aus zu den Rotoren. Aus den Wartungsunterlagen des Hubschraubers geht hervor, dass sich 3 Wochen vor dem Unglück im Steuerungskasten einige Teile gelockert hatten. Die lose Halterung war gar nicht das eigentliche Problem. Aber auf dem engen Raum könnte sie einen oder mehrere Mechanismen blockiert haben. Dann hätten die Piloten diese Manöver nicht vornehmen können. Für die Steuerung eines Hubschraubers ist das natürlich sehr ungünstig. Cable untersucht den Steuerungskasten des Chinooks. Zahlreiche Bauteile hatten sich aus ihren Halterungen gelöst. Doch auch diese Indizien sind nicht eindeutig. Es lässt sich einfach nicht feststellen, ob sich die Bauteile durch den Absturz gelöst haben oder schon vorher locker waren und dadurch die Steuerung blockierten. Zusammen mit dem weiteren Beweismaterial von der Absturzstelle lässt der defekte Steuerungskasten die Vermutung zu, dass die Steuerung blockiert war. Cable findet heraus, vor dem Aufprall wurde das Seitenruderpedal zu 3/4 durchgetreten. Das Militär sieht darin einen weiteren Beweis für ein versuchtes Ausweichmanöver. Doch Robert Burke glaubt nicht daran. It's an extraordinary amount of left rudder to put in. Selbst unter extremen Umständen würde niemand das Seitenruder bei dieser Geschwindigkeit dermaßen durchtreten, außer bei enormen Problemen mit dem Hubschrauber. Anstatt eine Kurve zu fliegen, bewirkt das Seitenruder nur eine Drehung auf der Gierachse des Hubschraubers.
Bei hoher Geschwindigkeit ist ein solches Manöver äußerst ungewöhnlich. This to any pilot. Dieses Manöver würde jeden Piloten zu dem Schluss veranlassen, dass sich der Hubschrauber kaum noch kontrollieren ließ. Burkes Ansicht nach war die Betätigung des Seitenruders Richard Cooks letzte Ausweichmaßnahme, weil er den Hubschrauber nur noch so vom Berghang wegsteuern konnte. Die Steuerung spinnt. Das wäre der Fall gewesen, wenn ihm der Steuerknüppel für die Vorwärts- und Seitwärtsbewegungen nicht mehr gehorcht hätte. Ich kann nicht abdrehen. Bei der ersten Untersuchung bewertet Boeing diesen Fall als äußerst unwahrscheinlich. Doch 3 Jahre nach dem Absturz des Chinooks erlebt ein amerikanischer Pilot genau diese Situation, als sein Hubschrauber vom Himmel fällt. Er flog in einer Höhe von etwa 300 Metern, als der Bug in eine Richtung abdriftete. Der Pilot steuerte dagegen. Daraufhin rollte sich die Maschine um 90 Grad auf die Seite, obwohl der Pilot alles tat, um genau das zu verhindern. Zwar wird die Ursache für diesen Steuerungsausfall nicht gefunden, aber jetzt ist sicher, dass die Möglichkeit dafür besteht. Schottisches Militär, guten Tag, hier ist Foxtrot 4, Juliet 40. In diesem dritten Szenario verursacht ein Ausfall der Steuerung den Absturz. Die Piloten folgen ihrer Streckenvorgabe und erblicken den Leuchtturm, ihren ersten Wegpunkt. Da vorne sieht es nach Nebel aus. 23 Sekunden vor dem Unglück fordern sie den Kurs zum nächsten Wegpunkt an. Wähle Corin aus, 15 Grad Backbord. 15 Grad, okay. Der Computer weist sie an, nach links zu fliegen und vom Kap abzudrehen. Doch bei diesem Manöver fällt plötzlich die Steuerung aus. Die Steuerung spinnt. Sie reagiert nicht. Die Steuerung reagiert nicht mehr und sie rasen in die Nebelbank, die den Berg umhüllt. Rick, zieh den Pitchhebel! Das Hindernis können sie nur umgehen, wenn sie bremsen und abdrehen. Rick, pull up! Oder so schnell wie möglich in eine sichere Höhenlage steigen. Rick, zieh hoch! Doch wegen des blockierten Steuerknüppels können sie ihre Geschwindigkeit nicht drosseln. Sie erhöhen den Schub, steigen aber nur sehr langsam. Als der Berg in Cooks Sichtfeld gerät, unternimmt er ein letztes Ausweichmanöver, indem er die Maschine mit dem Seitenruder nach links dreht. Doch das reicht nicht aus. In retrospect, looking back at my statement to the Board of Inquiry, im Nachhinein hätte ich bei meiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss stärker betonen sollen, dass man einen technischen Fehler nicht ausschließen kann, nur weil man keinen gefunden hat. Und in diesem Fall lässt sich nicht eindeutig sagen, dass es kein Systemversagen gab, durch das die Piloten die Kontrolle über den Hubschrauber verloren. Die Möglichkeit bleibt bestehen. Ob es sich um eine Fehlfunktion des FedEx-Systems handelte? Ein Triebwerk dreht durch. So ein Mist! Schlechte Sicht! Oder um ein anderes mechanisches Problem? Die Steuerung spinnt. Rick, zieh hoch! Wir werden es nie erfahren. Im Jahr 2001 wurde beantragt, den Befund grobe Fahrlässigkeit seitens der Piloten aufzuheben, weil dieses Urteil nur dann verhängt werden darf, wenn jeglicher Zweifel ausgeschlossen werden kann. 10 Jahre später, 2011,
widerruft das britische Verteidigungsministerium das Urteil wegen grober Fahrlässigkeit. Die Ursache für den Absturz lautet offiziell unbekannt.